Degen, wie man ihn kennt, hier in Dortmund und auch im Schweizer Nationalteam. Immer vorwärts, immer vorwärts. Das hat ihn in der Anfangsphase bei Borussia Dortmund den Stammplatz gekostet, weil er defensiv zu wenig tat, nach Meinung seines Trainers. Unterdessen hat er die Balance gefunden zwischen Offensive und Defensive. Philipp Degen.